Unverzüglich, sofort. Das waren vermutlich die zwei wichtigsten Worte, die Günter Schabowski in seinem Leben gesprochen hat. Mit diesen zwei Worten hat er die Mauer geöffnet. Sie wäre natürlich auch ohne ihn gefallen, aber ganz sicher nicht schon am 9. November 89. Günter Schabowski, lange Chefredakteur des SED-Zentralorgans Neues Deutschland. In seiner eigenen Zeitung hätte die Meldung des Tages wohl gelautet heute: Das ehemalige Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED und erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin, Günter Schabowski, ist verstorben. Er wurde 86 Jahre alt. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Auf die Nachfrage eines Journalisten, wann tritt das in Kraft, antwortet Schabowski: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Ein Absprachefehler der Genossen, wie sich später herausstellt. Am Abend des 9. November 1989 kommen daraufhin Tausende an die Mauer und können tatsächlich auf die andere Seite. Günter Schabowski sichert sich damit ungewollt einen Platz in der neuesten deutschen Geschichte. Natürlich war uns nicht bewusst zu diesem Zeitpunkt, dass von dieser Pressekonferenz bis zur Einheit, also eine gerade Straße verlaufen würde. Aber wir haben natürlich nicht diese Grenzöffnung völlig ahnungslos und unbewusst vorgenommen. Und Schabowski wird wohl vor allem deswegen in Erinnerung bleiben. Ich habe ihn ja vor dem 9. November 1989 kennengelernt, kurz vorher, im Oktober noch. Und da hat er ganz kritisch über die ganze DDR gesprochen, also als sie noch existierte. Und ich halte ihn ja eigentlich für den politischen und für den intelligentesten unter der alten Führung der DDR, also der Führung unter Krenz. Ich habe Schabowski später persönlich erlebt. Er war eigentlich von diesen beiden Punkten geprägt. Einmal sein Fehler, der zu dieser Dynamik und zu seiner historischen Rolle geführt hat. Und zweitens seine Einsicht in Fehler, die er als Mitglied des Zentralkomitees gemacht hat. In den 90ern muss sich Schabowski wegen der Mauertoten vor Gericht verantworten. Er bekommt 3 Jahre wegen Totschlags und der ehemalige SED-Funktionär setzt sich kritisch mit seiner Rolle im Politbüro auseinander. In den Jahren, in denen ich ihm begegnet bin, gerade im Zuge des Prozesses für die Mauertoten, hat er Reue gezeigt. Er hat die Opfer um Entschuldigung gebeten. Das ist etwas gewesen, was doch auch Achtung verdient. Auch bei anderen ehemaligen Bürgerrechtlern genießt der gelernte Journalist einen gewissen Respekt. Seine verunglückte Pressekonferenz am 9. November 1989 setzte eine Kettenreaktion in Gang, die zum Mauerfall führte. Aber Günter Schabowski war auch der einzige der alten SED-Kader, der sich zu seiner Schuld bekannt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass es viel mehr SED-Funktionäre gegeben hätte, die sich mit ihrer Rolle und mit der Geschichte der SED und des Kommunismus kritischer auseinandergesetzt haben. Schade, Schabowski war die Ausnahme. Er war der Mann, der fast beiläufig die Maueröffnung verkündet hat. Günter Schabowski verstarb heute Morgen nach langer Krankheit in einem Berliner Pflegeheim.